Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Rubrik bei survival-games.de, und zwar angezockt oder angespielt. Ich weiß noch nicht, wie ich es nenne. Da werde ich Games testen, aber kein Let's Play machen. Entweder weil sie zu alt sind, also schon zu lange auf dem Markt, oder weil es auch nicht ganz mein Genre ist. Ich will nur mal sehen, wie das Spiel ist. Ich zock's an, entweder ein Level oder ja, eine Stunde oder 30 Minuten, mal sehen. Ich weiß, manchmal kann man da noch nicht viel über das Game sagen. Aber es soll eben euch nur einen kleinen Einblick geben. Und ihr könnt dann entscheiden, ja, das ist was für mich, das hole ich mir, oder sieht auch wirklich nicht so gut aus, hole ich es mir lieber nicht. Es ist natürlich auch so, dass wenn ihr mir sagen würdet, oh, da wollen wir mehr davon sehen, das ist ja ein cooles Spiel, auch wenn es schon, ja, sagen wir mal, älter ist, dann hole ich es natürlich und dann zocke ich es natürlich auch für euch oder einer meiner Kollegen. Ja, und heute beginnen wir damit mit The Evil Within. Ich baue hier noch ein bisschen das Set um, zum Beispiel hier ein bisschen aus dem Weg, und ich mache es ein bisschen dunkel und setze mir große Kopfhörer auf. Ja, ihr wisst, das ist ein Horrorspiel und da will ich es schon ein bisschen gemütlich haben. Also, ich freue mich drauf. Bis gleich. Ich habe es heute mal ein bisschen dunkler gemacht. Ausnahmsweise auch mal die großen Kopfhörer, einfach für die Stimmung. Es ist Nacht draußen. Zu trinken habe ich noch nichts, hole ich mir vielleicht gleich. Ja, das wird mal ein... ich spiele es nur mal an, das Spiel. Ich habe es noch nie getestet. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Wurde mir empfohlen. Wir starten es mal. Es ist nur die Demo-Version. Vielleicht hole ich es mir, wenn es mir gefällt. Schauen wir mal. Okay, ich muss mal die Steuerung einstellen. Die Maus ist ganz grässlich. Ich weiß nicht, vielleicht gewöhne ich mich dran. Ich sehe auch nicht, wo ich sie umschalten kann. Auf jeden Fall machen wir ein bisschen leiser wieder. So. Naja, ich probiere mich an die Maus zu gewöhnen. Neues Spiel. Hab das Spiel noch nicht gespielt. Keine Ahnung, wo der einen automatischen Spielstand her hat. So. Das Bild in der Mitte muss gerade noch so zu sehen sein. Es hat sich bewegt. So. Ja, so. Klasse. Na, nein! Ich will doch anfangen. Ah, Krummel. Ja, das ist zu sehen. Los geht's jetzt. Für Schwache und Ängstliche, stundenmäßig. Ja, hallo? Ist da Fragen? Gegner beginnen zu suchen, sobald sie ein lautes Geräusch hören. Dann werden wir es tunlichst unterlassen, laute Geräusche zu machen. Falls heute die Auflösung ein bisschen schlecht ist von mir, das liegt einfach daran, dass ich das Licht ein bisschen gedämmt habe, meine Hintergrundscheinwerfer. Einsatz hier verstanden, Code 3 sind in 3 Minuten da. Ich war übrigens mal... erzähle ich nachher. Aber ich fürchte, wir müssen einen Schlenker machen. Klingt ernst. Ausschreitung? Wurde durchgegeben, kurz bevor ich sie eingesammelt habe. Gab mehrere Tote. Ein halbes Dutzend Einheiten sind schon da. 1-2-1, bitte melden. Vielleicht der Geist von diesem Schizo-Doktor, der seine Patienten zerhackt hat. Ganz so war es nicht. Einige Patienten sind verschwunden. Eine Art Skandal? Trotzdem irgendwie unheimlich, oder? 1-2-7-1-2-4, bitte antworten. Joseph, denkst du, da gibt's eine Verbindung? Es wäre möglich.
aber ich konnte die Akten nicht einsehen. Einheiten vor Ort bitte melden. Zentrale, hier ist Detective Castellanos in 184. Was ist da los? Over. Ich liebe ja coole Intros. Wir haben vor Gibt nicht ein. Wegen. Wir überprüfen das. Gibt es irgend... Verdammt! Gott! Junior Detective Kidman? Irgendwelche Ideen? Bisher nicht. Ich bin sicher, das klärt sich, wenn wir da sind. Ich fürchte mich schon ein wenig. Connolly, gib der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal um. Okay. Aber was ist denn hier los? Ja, ich muss mich wohl selbst bewegen. Bei Horrorspielen, Horrorfilmen ist immer dasselbe. Zuerst stirbt immer der Dicke. Ist kein Dicker da, dann ein Schwarzer. Siehst du was, Kidman? Alle Spuren wegwaschen. Ist der Schwarze nicht da, ist immer, grundsätzlich immer, erste, da stirbt die Frau. Deswegen gehe ich mit der Frau, weil die als erstes gekrallt wird und ich kann noch entkommen. Und ich bleibe auch immer schön hinter ihr. Ja, nicht doof und will als erstes drauf gehen. Warum können die denn so schön langsam laufen und ich muss so rennen? Ja, geht nur mal schauen. Ich gucke mich hier schon mal um. Ihr Mem, ihr wollt wohl, dass ich vorausgehe, hä? Blut. Okay, wir sollten wachsam bleiben. Ja, vielleicht sollten wir das. Wir sehen uns das an. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. Kann ich bitte auch eine Waffe ziehen? Was, wir müssen mal lesen, wer hier, wo wir hier sind. So. Okay, Finanzen, ja. Okay. Dr. Cooper! Haha! Nice! Sheldon 401. Weiß zufällig jemand, ob sein Büro 401 hat in der Serie? Müsste man mal gucken. Na, das ist aber lustig. Ja, ich weiß, Sheldon Cooper ist nicht der einzige Cooper, den es gibt. Schauen wir uns hier noch die Bilder an. Manchmal findet man so kleine Easter Eggs. Wo ist denn jetzt hier mein Kollege hin? Hallo? Ich habe ein bisschen Angst. Schwester? Schwester? Ja, die schläft wohl. Wo ist er denn hin? Crime Scene. Bitte. Habt ihr auch was gehört?
Ich weiß noch nicht so richtig, was ich hier machen soll. Bitte? Ach so, ich laufe irgendwo drüber. Über eine Lampe. Oder... Ah, nein, ein Infusionsständer. Ach, da ist er ja. War der Funzen schon da? Sind Sie verletzt? Was ist passiert? Nein, nein, ich ruhe mich nur aus. Unmöglich. Kann nicht sein. Ruhig ist. Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Die mache ich. Wir bluten dezent. Ach du Scheiße. Alter. Was geht denn hier? Ich an das Messer ran. Muss mich bewegen. Oh, Scheiße. Ich nehme mal nicht die Leertaste, ich nehme mal die Maus. Na komm, greif zu. Psst. Den erstehe ich mal los. Nehmen. Okay. Geht's denn hier raus, verdammt? Warum gehen wir denn nach oben und nicht nach unten? Ich hasse es in Horrorsachen nach oben zu gehen. Mann, hier sieht es echt nicht gut aus. Alter! Oh! Scheiße.
Ja, renn, Mann! Oh, die muss man selber steuern. Los, los, los. Alter. Lauf! Muss ich das steuern? Ja. Okay, ich würde da wahrscheinlich erstmal reinkotzen. Ein bisschen an die Nerven gehen. Finde ich cool. Ups, nicht hier reinfallen. Ich glaube, wir müssen hier rein. So leid es mir tut. Einfach mal Verdacht hier rüber. Okay, es gibt nichts zu finden. Da sitzt einer und schläft. Wo geht's hier raus? Alte Notiz aus Kanalisation. Neben dem verschlossenen Tor am anderen Ende der Kanalisation befindet sich eine Leiter, die zum alten Trakt führt. Wenn du es dorthin schaffst, findest du einen Aufzug, der dich nach draußen bringt. Du wärst derjenige, der entkommt. Du könntest der eine sein, der überlebte. Okay. Ich möchte gern der eine sein, der überlebt. Wir gucken aber trotzdem hier noch nach, ob wir was finden. Okay, geht nicht auf. Ja. Ah, okay, verschlossen. Das ist wohl die Leiter. Nicht, dass sich wieder jemand von hinten anschleicht. Feueralarm benutzen. Ah, okay. Ich sehe nichts.
Dann gibt's denn hier nichts, wo ich meine Wunde nähen kann? Warum ist das so scheiße dunkel hier überall? Warum leckt's? Nein, nein, nein! Ich will nicht wieder raus! Ich habe mich geirrt. Ich will hier lang. Mann, ich habe schon Panik hinter jeder Tür. Denkt man... Alter! What the fuck? Ich hab doch nichts falsch gemacht, oder? Okay, probieren wir es nochmal. Ich weiß noch nicht so richtig, was die Leertastenfunktion da bedeutet hat. Da machen konnte. Warum ich die drücken sollte. Nein, ich will mich verstecken. Spring! Ah! Oh, ich krieg schon. Hau bloß ab, Mann. Du Nervensäge. Dann scheint er nicht besonders klug zu sein. Ist er weg? Ich weiß es nicht, Mann. Holy crap. Ich weiß nicht, ist er weg? Das weiß ich selber, Mann. Was ist denn der Assi? Stecken ist immer gut. Dir was? Oh, jetzt kommt er. Mann, mach dich weg, ey.
Tja, und nun? Hier geht's ja allerdings lang, hä? Was mache ich denn, verdammt? Schätz mal, ich muss dahinter irgendwo, oder? Oh, oh, shit! Lauf, lauf! Ja, humpel, humpel! Ich weiß nicht so richtig, wo ich hin muss. Das ist nervig. Kommst du nicht rein? Oh Scheiße, er kommt rein! Oh! Fuck! Humpel! Humpel! Nein! Tja, ich weiß wirklich nicht so richtig, wo ich hin soll. Kehr da um. Nein, scheinbar nicht. Ich sehe den Schatten. Er darf mich nicht sehen. Okay, wir verstecken uns jetzt hier. Ich schätze mal, wir müssen schon da durch. Kommt er? Kommt er nicht? Dann macht er nur Holzkisten kaputt, keine Eisenschränke. Nein! Nein, er hat mich nicht gesehen. Oh, ich dachte, er hat mich gesehen. Humpel, humpel. Wie du noch nie gehumpelt bist. Hier ist dicht. Was, Leertaste? Habe ich da eine Flasche mitgenommen? Ich will mich jetzt nicht besaufen. Hui, das geht echt an die Substanz, muss ich ehrlich sagen. Oh nein, nicht schon wieder. Und ich humpel und humpel. Ja, ja, lass dir ruhig Zeit. Mann, 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 mach doch hin.
Ich sehe eigentlich noch ganz gut aus. Ja, kippen auch alle. Scheiße. Der falsche Moment, um mit dem Rauchen aufzuhören. Oh, ich glaube, das war schon das Demo. Aber ich fand's echt gut. Also ich werde mir das Spiel holen. Wen es interessiert, wer es noch nicht hat, ist bestimmt cool. Also ich kann es nur empfehlen. Spielt sich echt gut und wenn man es sich ein bisschen gemütlich macht, ein bisschen dunkel macht, für ein wenig Ruhe in der Wohnung sorgt, sich fette Kopfhörer aufsetzt, dass man nichts anderes hört, geht das echt an die Substanz. Ganz klare Kaufempfehlung für mich, von mir. Wird nicht so teuer sein mehr, denke ich. Ist ja schon ein bisschen älter jetzt. Also, holt euch das Game, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir ein Like da. Ach nein, es geht noch weiter. Okay. Gut, ich spiele noch bis zum nächsten Mal sterben. Okay, das wird nicht mehr so lange dauern, schätze ich mal. Hey, ich bin geheilt! Ich kann wieder rennen! Wo ist mein Freund? Wo habe ich den denn das letzte Mal gesehen? Ich will erstmal raus hier. Huh! Freiheit, du hast mich wieder. Oh. Was ist denn da passiert? Detective! Rein hier, rein hier! Okay, sehr verwirrend. Oh nein! Hey, wo ist Joseph? Oh Mann, der ist nicht mehr rausgekommen. Hätte noch gewartet, aber... Bitte, beruhige dich, Leslie. Ja, Leslie, beruhig dich bitte. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Scheiße, wir können nicht mehr zurück. Ich will auch nicht mehr zurück, ganz ehrlich. Oh Mann, Leslie. Cool gemachte Sequenzen. Finde ich. Das Haus kommt immer näher zur Straße. Ach, die Erde verschiebt sich. Natürlich. Hui! Ja, es riegelt wohl irgendwie ab oder so, hä? Wie es aussieht. Verdammt, sind wir komplett abgeschnitten? Die sind wohl alle tot. Alles okay da hinten? Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Das wird es, wenn wir erst weit weg sind. Ein wenig weiter und alles wird gut. Gut, 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 gut. Leslie, du machst mir Angst. Fallen!
Scheiße. Ach, das meint er mit Fallen. Joa! Okay, wie gesagt, hier mache ich erstmal Schluss. Macht einen richtig coolen Eindruck. Ich glaube, ich hole mir das Spiel. Ob ich noch ein Let's Play mache, glaube ich eher nicht. Weil es wirklich schon ein bisschen länger draußen ist und ich glaube, es gibt auch genügend Let's Play über das Game. Aber er macht einen richtig guten Eindruck und das zocke ich auf jeden Fall mal durch. Also, falls ihr es noch nicht habt, holt es euch. Ist, glaube ich, im Angebot zurzeit. Schon ein bisschen gruselig. Bis dann. Ciao. Bei survival-games.de